Was geht? Herzlich willkommen bei uns bei den... Jawohl, bei den Snusslovers. Wir sind wieder da und heute wirklich was, wo jeden interessiert. Ich glaube, jeder, der den Kanal abonniert hat, ja, wird die Folge sehen. Weil das einfach... denke ich mir auch. Ich wusste schon, wo wir von der Messe gegangen sind und hatten die Dose im Gepäck. Die gibt es noch in keinem Shop. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir das hier ob dürfen. Ob wir es überhaupt schon zeigen dürfen. Tja, Pech. Ihr seht auf deine Dose hier auch noch. Not for sale. Richtig. Es geht um die neue Siberia Nikotin Pouches. Genau. Die Folge wird präsentiert von der Snus Lounge AT. Genau, unser Partner vom heutigen Video. 10% bekommt ihr in dem Shop. Im Schwabebrett. Genau, mit dem Sparbrett. Snus Lovers 10 ist der Code. Schaut mal vorbei, ich glaube, da gibt es keine Dose, die es nicht gibt. So sieht's aus. Ja, hat brutal viel im Angebot, muss man echt sagen. So, auf jeden Fall. Lars, wir sind in den Store rein von NGP Tobacco und die haben die neue Dosen Siberia schon hier im Regal gehabt. Und was fällt dir, oder ist uns sofort aufgefallen? Neues Design. Neues Design, ganz klar. Und 4 verschiedene. Und tabakfrei natürlich, das ist genau. So der größte Point, würde ich mal sagen. Richtig. Findest du das gut? Definitiv finde ich das gut. Bin ich bei dir? Man muss sagen, sie sind ein bisschen schwächer geworden, was aber bei Nikotin-Pouches zu Tabak ja so kein aus. Abbruch sein muss, weil so die Nikotinsalze ja mehr pushen. Genau. Eine genaue Stärke haben wir hier noch nicht, wir werden sie in die Description unten reinhauen, sobald richtig. Wir was haben. Genau. Es sind halt Samples aktuell, ne? Genau, steht auch hier riesengroß drauf. Sample not for sale, also Muster quasi, nicht zum Verkauf. Lars, was sagst du zum Design von deiner Dose? Sie sind ja schon auffällig, muss man sagen. Sie sind auffällig und welche Dose mir natürlich am besten gefällt, ist die Slim Portion. Die Slim Portion, denn man hat hier, achso, falls man sieht, ich weiß es nicht, ich bin nicht unter die Emos gegangen mit meinem dreckigen Finger. Du hast dein Fahrrad repariert. Ich habe mein Fahrrad repariert und... Ja, bin jetzt kein Zweiradmechaniker. Mir hat hier überall so kleine ISO gespielt und das finde ich richtig, richtig Porno. Ich aber nur auf der Slim Portion. Ich nur auf der Slim Portion. Warum auch da, das weiß ich nicht, aber das ist so Made in Sweden, steht groß drauf. Da kommt es her. Das ist auch das, was mich mit Snus verbindet. Eishockey und das finde ich Porno. Ja. Richtig geil. Komm, wir gehen mal kurz die Dosen durch, was wir alles haben. Also genau. Vom Geschmack her ist alles dasselbe. Alle Siberia, White Portions, genau. Aber unterschiedliche Größen haben genau. Wir haben auch immer, was ich ganz geil finde, was nicht so viele draufstehen haben, sind die Grammangabe von der Pouch. Das finde ich ganz geil. Wissen wir natürlich auch nicht, ob es jetzt nur bei den Samples so der Fall ist oder ob das später auch im Verkauf so aussehen recht, aber wird. Für das Ding, da steht es drauf. So ist es. Also Siberia Mini, 9 Gramm, eine Pouch. Ist auch die Dose etwas kleiner, ne? Ja, und ich... Das hatten wir auch bei dem Zinn... bei den Zinn-Minis. Ja, genau. Ja. Finde ich gar nicht schlecht. Passt besser in die... Passt super in die Hosentasche, aber ich finde... Und vor allem von Frau mit Engelhösle. Ja. Ah, Engelhösle, ja. da muss man dann mal gucken, wie der wirklich dann in der Lippe im Mundbereich sitzt. Weil das ist bei Mini halt immer so... Ich würde sagen, Lars, jeder sucht sich von den 4 jetzt mal ein Favorite raus, wo er mal probiert. Ich glaube, ich habe meinen auch schon, wo ich probieren möchte. Ja. Wir machen weiter hier mit dem Super Slim. Könnte ich mir auch was drunter vorstellen, müssen wir uns mal anschauen. Ja, was ich hier jetzt vom Design sagen muss, was ich geil finde, das machen gerade relativ viele, dass sie hier das Transparente eingearbeitet haben. Und so, das finde so milchig dann. Ja, und das finde ich geil, wenn du die Pouch siehst. Manche haben sogar oben noch auf dem Deckel. Das finde ich richtig sexy. Ja, hat was. Ja. Dann machen wir weiter mit den Slim Portions. Also die Standard-Slim-Portions sind jetzt nicht mehr durchsichtig. Das können nur die wieder. Genau. Ich finde es auch geil, dass sie hier einfach so Unterschiede gemacht haben. Und hier haben wir die Eishockeyspieler vorne drauf. Genau. So, und dann natürlich die ganz normale, die extremely großen, strong. Extreme Strong, genau. Ja. Wie man es erkennt, Kopfkissen. Genau. Und ich würde sagen, in die schauen wir jetzt auch gleich mal rein, Lars, oder? So machen wir es. Hoi. Ja, wir sehen hier schon kleine Viereckle. Und wie du sagst, Kopfkissen, also das ist absolut das was das beschreibt. Die sind prall gefüllt, sind ein bisschen leicht feucht. Ja. Ja. Sind aber auch nicht viereckig, finde ich. Ja, sind nicht so lang. Ja, stimmt, echt. Also ich würde fast sagen, eine Pouchform, wo ich so eine nie gesehen habe, so kurze, das dicke stimmt Pouches, allerdings, ja, das stimmt. Ja, von der Qualität, die ist es schon, wie es geht. Ja, auf jeden Fall. Die müssen sich nicht verstecken.
Es ist feucht, aber nicht ölig. Mhm. Muss man sagen. Ja, ist gut. Also macht was her von der ja, minimal und vielleicht das, ölig. Das war bei der tabakhaltigen nicht. Das muss man natürlich gleich sagen. Okay. Dass die so leicht feuchtig waren. Ja, ja klar. Aber das ist auch einfach Sache vom Füllstoff. Willst du die probieren jetzt, die vier Eckle? Ja, deswegen okay. Sind wir doch da, oder? Ja, ich habe gedacht, jeder sucht sich jetzt einen Favorit raus. Aber, ja, ja. Was würdest du nehmen? Ich habe mal die Super Slim ausprobiert. Dann mach. Ich suche mir jetzt ich hau die mir Super den Kracher, raus. Ich habe den Kracher. Ich hoffe nicht, dass der Geschmack jetzt ein bisschen verfälscht vom Kettefett und vom... Oh, die sind noch gar nicht. Das ist dein Job. Vom Kettefett und vom Bremsereiniger und sonst ich was. Ich bin mal gespannt, ob das ein ganz neuer Geschmack jetzt sein wird. Weißt du, von den Tabakpouches Siberia, wie man ich muss sagen, sagt, ich, ja, ja, richtig. Ich muss sagen, der letzte Siberia ist schon ganz lang her bei mir. Ui. Mhm. Bitteschön. Mhm, vielen Dank. Klassische Form, sage ich dir jetzt schon. Die sind aber wirklich super slim. Ja. Das ist eine geile Form. Ja. Aber schön klein, slim. Ja, doch, sind schon ein bisschen kleiner. Auf den ersten Blick dachte ich, ist schon klassische Ey, Größe. Wenn die genug Dampf haben, dann wird das echt interessante Dinge. Ja, auf jeden Fall. Also dann haben wir jetzt hier den Kopfkissen-Baccio. Und das Super Slim. Mhm. Ich finde es schön, ich habe mir das auch heute mal gedacht, wenn wir jetzt jeder nur eine Pouch aus dem Vierer-Set testen, dann können wir sie nämlich mal länger testen. Und die anderen gucken wir uns optisch an. Genau. Da sie geschmacklich eher alle gleich sind, so macht das eh mehr Sinn. Und deshalb würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal die Slim Pouches noch an. Ja. Ich finde es so schön, wenn es so viele verschiedene Formen gibt. Das macht es irgendwie echt. Ja, das ist halt einfach auch. Slim, super slim. Ganz wenig Unterschied, würde ich hast sagen. Hast du da schon bestimmt schon eine Großaufnahme gemacht? Habe ich gemacht. Wurde auch schon eingespielt jetzt an der Stelle. Perfekt. Danke, Regie. Regie. Aber wirklich ein ganz minimaler Unterschied, wenn überhaupt ein Unterschied. Also, das war jetzt super slim. Wie ist das von der Grammzahl her? Also, wir haben hier bei. Bei Slim sind wir hier bei 15 Gramm und bei Super Slim sind wir bei 13 Gramm, gut. Und bei meiner Batscher steht es auch drauf. Das ist aber auch nicht der Pouch, das Pouchgewicht, das ist der Doseinhalt, Herr Lars. Naja, stimmt. Selbstverständlich. Weil das wären Sau-Pouches. Selbstverständlich. Also mein Ding brennt gerade schon, muss meine ich echt auch sagen. Ziemlich. Hier, das sind die Minis, ne? So nennen sie sich, ja, Siberia Mini. Die würde ich sagen, vergleichen wir jetzt mal noch mit den Super Slim Pouches. Aber die werden noch kleiner sein. Oh ja. Aber ja, die sind nicht, also sie sind gleich, von der Breite sind sie gleich. Von der Fülle vielleicht ein bisschen weniger, gell? Und von der Länge etwas. Mhm. Aber man muss sagen, wirklich die Größen unterscheiden sich nicht großartig. Nee. Die einzige, wo es sich wirklich unterscheidet, sind die viereckigen Kissen, wo der Lars jetzt eine drin hat, die normal Portions. Und ich sag's euch, die brennen. Die brennen brutal. Die brennen, aber wenn ich in Siberia will, dann will ich's. Also irgendwo also, muss ja auch das Extremely Strong herkommen bei Siberia, so muss man einfach schlichtweg sagen. So sieht's aus. Was ich aber sagen muss vom Verlauf, von der Kurve, vom Nikotin, muss ich sagen, haben sie es gut gewählt. Mhm. Es ist kein sofortiger Knaller und Zitterer. Ein bisschen Kick kommt schon, muss ich ganz sagen. Ganz klar, aber es ist trotzdem, muss ich sagen, Siberia. Ja. Ja, und da haben wir schon auch Dose getestet, wo schneller hochging und krass gebrannt hat, also unausstehlich eigentlich. Unausstehlich. Doch, ist so, muss man doch einfach sagen. Ist hier nicht, so, nicht der Fall. Mhm. Oh, guck mal, mit einem glänzenden Kopf noch drauf. Also ich muss sagen, das Dose-Design finde ich geil. Es ist nicht so übertrieben, es ist schön schlicht. Ja. Man sieht schon, dass sie ein bisschen gefährlich sind, die Dinger. Richtig, also richtig. Definitiv. Aber alles in allem eigentlich echt ganz nice. Und ich würde mich auch freuen, wenn die jetzt bald in Verkauf gehen, muss ich echt sagen. Weil das sind jetzt die Barriers, wo ich mir vorstellen kann, dass ich die auch gern nutze. Auf jeden Fall. Da wäre der Vorgänger jetzt, die Tabakpouch jetzt weniger genutzt hat. Ja, weil das einfach zu stark war, muss man sagen. Aber ich muss jetzt... Ich glaube, ich schmecke Blut. Echt? Ja. Was meinst du dann? Brennt es auf, oder wie? Vielleicht haben wir auch einfach zu viel gesnoozt in letzter Zeit. Ah, ich kann mich auch täuschen, das könnte auch der Geschmack von der Pouch sein. Was sagt unser Kumpel immer? Blut schmeckt wie Eiser? Ja, so ist es auch. Also dann wären sie wirklich strong. Wir würden das natürlich im Langzeittest auch wieder bewerten mit den Pouches. Ja, also es kickt schon rein, muss ich schon sagen. Sie also, machen ihrem Namen alle Ehre. Ja, und das, aber das erwartet man. Das muss auch sein. Eieiei. Und das mit der Super Slim jetzt also. Ja, ich glaube, wenn ich das jetzt so vergleiche, ich glaube die Mini... Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Ob sie das gemacht haben, dass du... Vielleicht dir den Einsteiger gibst, ja. Aber als Einsteiger nehme ich keine Siberia Pouch. Ja, aber im Mini schon.
Ja, könnt dazu verleiten, aber Mini, ich wäre da Mini vorsichtig für. Auf jeden Fall, das müssen wir hier auch sagen. Weil wenn schon die mit wirklich ein paar Gramm mehr so reinpfeffern, ja, dann würden die Mini auch ziemlich stark sein. Ja. Also, ja. Hoioioi. Ein taktischer Zug auf jeden Fall, dass sie das Tabak weglassen, ganz klar. Mhm. Das ist ja... Es hat mich eh gewundert, dass sie da auf die Schiene noch nicht früher eingestiegen sind. Ja, ich glaube, dass sie es einfach nicht mussten. Ja. Dass der Absatz so gut war, dass sie da einfach gesagt haben, wir brauchen das vielleicht gar nicht. Das kann schon sein. Ja, aber jetzt durch die Regulierung... Boah, aber wirklich? Ja. Bombe. Also jetzt kommen sie, muss man sagen. Ja. Huiuiuiui. Ja, also das ist auch so ein Snooze, wo ich jetzt ganz ehrlich bin und sage, während der Autofahrt würde ich mir den jetzt nicht gönnen, weil es ein Zitterer ist. Ja. Ihr kennt den blauen Vika, der ist ähnlich, aber das ist nochmal eine Schippe drauf. Ja, das ist eine Hausnummer. Das ist echt eine Hausnummer. Also wenn die in Verkauf gehen, definitiv keine Anfängerprodukte, sagen wir auch noch dazu. Nee. Und auch wenn ihr das seht und jemand sagt, ey, komm, probier doch mal. Also sowieso ab 18 Jahre, ganz klar, gesagt, richtig, wieder Nikotinprodukt, aber wirklich für erfahrene Pouch-Genüssler. So sieht's aus. Und ich hoffe auch, dass ihr eure Kumpels oder Bekannte oder der schlimmste Feind auch nicht gleich mit dem Siberia überrascht. Überrascht. Ja. Sollte auch mittlerweile ein Begriff sein eigentlich, dass das die harten Dinger denk, sind. Denk auch. Ich will jetzt aber trotzdem mal den Mini-Tester. Sie sind ziemlich salzig, muss ich sagen. Mhm. Gell? Mhm. Ja. Ich glaube, das war das, der Geschmack, den ich so komisch fand, kann, das Salzige. Ja. Und wenn du mit der Zunge hingehst, auch null bitter. Das finde ich immer ganz wichtig. Ja, stimmt. Ich möchte jetzt nochmal so einen Mini-Tester, weil dadurch, dass das so klein ist, hast du manchmal ein komisches Gefühl im Mund? War kein Blut, war Salz. Gott sei Dank. Das wäre ja was gewesen. Die sind schon. Sind süß. Das sind süße Dinger. Aber ja, wirklich, ich finde Minis cool, muss ich sagen. Ich habe auch gerade, also er sitzt gut, muss man sagen. Aber er wackelt trotzdem ein bisschen rum. Ja? Also wenn du viel sprichst, dann merkst du es. Okay, musst gut positionieren. Er muss gut sitzen, das stimmt. aber ich verstehe jetzt, warum sie ein Mini machen. Weil du glaubst, diesen Kick nicht so extrem hast, wie beim Kopfkissen oder bei dem Slim. Ja. Muss ich einfach sagen. Vielleicht auch, um dich ein bisschen ranzutasten an, an die neue Siberias. So. Und ich glaube, das gibt auch einen neuen Trend, dass es kleine Dösle gibt. Ja. Glaube ich. Finde ich super. Ja. Ich glaube, Velo macht das ja auch schon mittlerweile mit den kleinen Dosen. Ja. Gute Geschichte. Absolut, absolut. Ja, die Big Player machen es alle. Wir werden die Dinge auf jeden Fall noch Langzeit überprüfen. Ihr findet uns ja auch auf Instagram, mittlerweile auf TikTok. Könnt ihr auch mal reinschauen und da werden wir die Dinge auch nochmal auf Langzeitstudie und auch im Alltag testen. So sieht's aus. Und ich denke, das wird dann auch nochmal ganz interessant. Auf jeden Fall harte Dinger, um das festzuhalten. Sind harte Dinger. Man sollte die Größe nicht unterschätzen. Richtig, richtig. Und auch nicht zu viel konsumieren, ganz klar. Weil das, auch bei den Minis eine 2 reinfahren, auch wenn sie sich kein Doppeldecker machen, auch wenn es sich anbietet. Auf jeden Fall. Nee, geil. Ich weiß nicht, ob, wie du gerade vorhin schon gesagt hast, ob es die Dinger schon gibt. Ich glaube, die sind ja nicht im Verkauf los. Ich weiß nicht mal, ob man sie schon zeigen durfte offiziell, aber das Video ist jetzt raus. Also uns hat ja auch keiner angerufen. Können sie machen, was sie wollen. Uns hat keiner angerufen, das heißt auf der Netz. So ist es. Also, das war unser Siberia Review. Ja, die neuen. Wahnsinn. Also ich finde es geil, dass wir die jetzt schon da haben. Und auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr sie auch bald testen. Genau. Also. Das war's, unser kleiner Final Review. Wir sind raus. Macht's gut. Snusikowski. Okay. Und ciao. Und ciao.